Hallo meine Checker, willkommen zu einem neuen Part von I Wanna Beat the Guy und wir waren stehen geblieben, um das Item da vorne freizuspielen oder zu holen, was uns eigentlich relativ immer noch nichts bringt, außer den 100% natürlich. Naja, hat zwar im ersten Part nicht so gut geklappt, aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt First Try. Als ob, Junge, wir haben es echt gefirst tried, genau. Genau. Okay, also mir soll das recht sein. Dann machen wir halt jetzt Mecha-Birdo. Geil, das ging. Das war schneller als erwartet. Ohne Witz, Leute. Oh Mann. Ich habe mir jetzt gedacht, das wird jetzt auch wieder so lange gehen wie im ersten Part. Aber anscheinend nicht. Und ja. Vielleicht hört ihr das, wie laut ich an meinen Tasten spamme, weil dieser Boss. Da muss man halt schon schnelle Reflexion. Genau, ihr müsst es einfach reflektieren. Nein, Reaktion haben, weil ihr müsst das perfekt springen und perfekt schießen im Moment, damit ihr ihn genau trifft. Dann könnt ihr ihn schneller in einer anderen Phase bringen. Seht ihr ja gerade, er ist schon in der zweiten. Und jetzt gleich in der dritten vielleicht? Ja, er ist in der dritten. In der dritten sind die Spitzen von den Eiern, die roten. Die können uns töten jetzt, weil die jetzt leuchten. Okay. Oh, wow, okay, wir haben ihn getötet. Ich habe jetzt, wollte gerade sagen, die Fly Guys kicken uns runter, weil die haben übelst Knockback. Beides First Try. Ich glaub's nicht. Ohne Witz. Okay, dann safen wir kurz. Save, please. Und ich würde sagen, ich cutte kurz. Wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle, weil wir wissen ja, das Spiel spielt. Schmiert gerne mal ab. Bis gleich. So, wir waren hier stehen geblieben. Ach ja, wir hatten ja gerade Mecha-Birdo besiegt. Oh, hab schon fast wieder vergessen. Eigentlich sollte ich es nicht vergessen, weil es ging ja relativ schnell. Ah, mein Ohr. So gar nicht übersteuert oder so, ja. Und wir hatten, glaube ich, das Waffenteil auch. Ach ja, genau, Waffenteil haben wir auch gefirstried. Alter, wie schnell geht das denn bitte, Leute? Ich habe mir nämlich noch eine kurze Pause gegönnt gerade. Na, geile halbe Stunde Pause. Fragt mich nicht warum, aber einfach so. Wow, okay. Das haben wir auch geschafft. Das hätte ich eigentlich gedacht, dass wir da auch länger sitzen oder stehen bleiben werden. Okay, anscheinend ist es nicht der Fall. Aber ich mag den Soundtrack aus dieser Stage. Das ist eigentlich voll die geile Mucke. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Spiel die kommt, aber ich würde jetzt mal tippen. Aus Mega Man. Und hi Ryu. So save ich nochmal. Der bleibt doch eh nicht da. Aber egal. Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir Ryu, der lebt und lebt. Ich glaube sowieso nicht, dass dieser Soundtrack aus diesem Spiel kommt. Also ich würde sogar tippen, dass sie aus Mega Man kommt, obwohl ich Mega Man noch nie gespielt habe. Aber ich tippe jetzt einfach mal drauf. Wow, ein Death schon mal. Und die Musik ist auch übelst geil. Die kommt doch aus Castlevania, oder? Generell ist der ganze Look, ist er nicht aus Castlevania? Ich rate nur, ne, Leute, es ist nicht so, als ob ich es wissen würde, weil die Spiele habe ich selber noch nie gespielt, aber ich tippe halt nur. Ich hab's ja bloß mal gesehen vielleicht, aber. Ach scheiße, ich wollte jetzt auch gerade drüber gehen. Aber so genau kenne ich mich dabei auch nicht wirklich aus. Oh nein, der hat mich versteinert. Die Viecher können einen übrigens versteinern. Was eigentlich relativ scheiße ist. Okay, jetzt sind wir sind schon hier. Wir sind fast beim dritten Boss. Ja, genau. Wir sind beim dritten Boss. Wie schnell. Dein Monster. Ach, scheiße, da sollte man sich bewegen.
Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Stimmt, da musste man sich bewegen. Aber man kann es auch skippen mit S. Das hab ich total vergessen. Sorry, Leute. Das ist Dracula. Ein Dracula, der ist ein sehr böser Mensch. Weiß zwar nicht, was er uns jetzt getan hat, aber wir sollen ihn töten. Ich hoffe, er tötet uns nicht nochmal. Das habe ich ja richtig toll hingekriegt. Ich hab's echt vergessen, aua. Scheiß Äpfel, Alter. Gut. Oh nein, das ist direkt in mich reingespawnt. Man sollte ihn auf jeden Fall die ganze Zeit nur auf den Kopf schießen und eigentlich kann man seine Attacken sehr relativ leicht ausweichen, wenn man sich nicht so ganz behindert anstellt wie ich. Okay, wir machen uns nichts vor, das ganze Spiel ist nicht einfach oder so, aber ja, ich denke schon, dass es eigentlich machbar sein sollte, weil ich fand jetzt Dracula gar nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Manche fanden ihn halt richtig hardcore schwer, aber ich fand ihn jetzt nicht so hart schwer. Ah ja, sieht gut aus. Es sah gut aus. Ah, okay, passiert. Passiert. Mal sehen, wie lange wir bei Dracula jetzt bleiben. Hängen bleiben. Das kann ich euch leider nicht beantworten, weil... wir werden sehen. Oh, scheiße. Ich bin halt auch ein bisschen unkonzentriert gerade, muss man sagen. Und ein bisschen aufgeregt. Weil Dracula würde ich jetzt gerne schon noch besiegen. Oh Gott. Komm, vielleicht kriegen wir beide Scheißteile auf einer Seite. Das wäre nice. Gut. Jetzt Bam, was das Zeug hält. Bitte verpiss dich. Gut. Huh. Kann auch sein, dass ich mich manchmal jetzt gerade wiederhole mit manchen Wörtern, aber mehr kann man auch nicht dazu sagen. Verpisst euch einfach. Verpisst euch. Okay, er müsste down sein. Stirb. Yay. Safe. Alles klar. Das sind jetzt unsere drei Bosse, die wir besiegt haben. Mike Tyson. Major Birdo. Und Dracula. Nice. Ab hierhin müssen wir jetzt leider zurückgehen, weil... ist halt so. Nein, weil es gibt noch weitere Wege. Das ist so quasi wie so ein Labyrinth und wir müssen jetzt die nächsten drei Bosse finden, um zur Castle von Tegai zu kommen. Ja, und deswegen sind wir jetzt wieder beim Anfang. Das kennen wir doch irgendwoher. Vielleicht habe ich das auch vermisst, vielleicht aber auch nicht. Wir müssen nämlich jetzt den unteren Weg gehen. Aber nicht komplett. Denn gleich zeige ich euch, was ich damit meine. Wir müssen erstmal das hier machen. So, so. Denn hier links ist eine versteckte Wand, wo man durchgehen kann. Warum das so ist, fragt mich nicht, aber es geht auf jeden Fall. Und hier geht es dann auch gleich weiter. Oh nein! Fallt auf diesen Trick nicht rein. Das Spiel hat mich schon so oft verarscht, dass ich das weiß. Gut. Hier ist übrigens sowas wie eine Warp-Zone, wo man sich warpen kann. Ja. Wir könnten uns jetzt zu Mike Tyson oder so warpen, aber es würde uns nichts bringen. What the fuck? Das hab ich schon fast vergessen. Oh nö, jetzt kommt dieser Scheiß. Oh nein. Diese Stelle wird mich jetzt tausendmal aufhalten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich... Aber wir werden es auswählen. Weil es kann ja sein, dass manchmal das Spiel abschmiert. Ich hoffe, das schmiert jetzt nicht ab. Das kann ich leider nicht verhindern. Ich habe nämlich herausgefunden, dass das random ist. Das ist total random, wenn das abschmiert. Wenn es abschmiert, dann werde ich das wahrscheinlich cutten so. Und dann euch noch Bescheid geben, wann es weitergeht und wie ich es sonst immer mache. Aber ich werde jetzt nicht nach jedem Save Point cutten, um das dann zu gucken. Okay, jetzt muss ich auch runter, oder? Oh nein, wie ging das denn? Oh Gott, das war diese Tetris-Scheiße.
Hab ich gar keinen Bock. Ich sage euch, das ist das Schlimmste, was... Nein, okay, nicht das Schlimmste. Wow. Ich hasse das. Ich hasse das einfach echt. Nein, jetzt sind wir tot. Nein, wir sind tot. Was soll ich tun? Ich garantiere euch, wir sind tot. Ich lass mich sogar sterben, weil ich sehen wollte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das lustig. Also ich find's lustig. Wie ich der eine Tetris-Block einfach zermatscht. Das ist irgendwie geil. Gut, dann noch einmal. Wisst ihr, dass Tetris einer meiner Lieblingsspiele ist? Oh Mann. Ey, jetzt meine Scheiße, ich mag Tetris. Tetris ist voll korrekt. Boah, ich hab irgendwas an meinem Ohr gerade. Das ist dieser Beat. Fuck! Nicht aufgepasst. Scheiße. Ich find's gerade voll interessant. Ich weiß nicht warum. Ich hab die Stelle schon mehrmals gesehen und gespielt. Bestimmt. Aber ich find die immer unterhaltsam. Ich meine. Tetris! Fucking Tetris ist hier drinne! Wow, die Stelle konnte ich auch mal eine gewisse Zeit gar nicht und jetzt schaffe ich das die ganze Zeit First Try oder was? Ich muss auch eins sagen, ich habe dieses Spiel zweimal gespielt, durchgespielt. Ich glaube einmal auf Medium und einmal auf Hard. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Hard spiele und das halt relativ ohne Übung. Ich weiß gar nicht, warum ich so gut bin. Also ich meine, soweit zumindest. Oh nein! Ja, Karma, ne? Wenn man sagt, man ist gut, dann passiert sowas. Tut mir leid. Das wollte ich nicht tun. Ach komm, wir kennen das. Nicht nochmal. Aber ich finde, ich bin halt relativ jetzt gerade gut durchgekommen. Ich meine, wir haben jetzt schon die zwei Bosse down. Was ist das denn? BTF ohne Scheiß. Es geht viel zu schnell. Es sollte ein bisschen langsamer gehen, wenn das Let's Play noch weitergehen soll. Ja, wir werden ja sehen, wie lange ich hier bei Tetris brauche. Ich glaube, nach diesem Part werde ich erstmal wieder eine Runde Tetris spielen. Locker flockig. Eigentlich ist das ein Grund dafür, dass man Tetris hassen sollte, wenn man das hier schon sieht. Okay, jetzt hier rüber, oder? War das jetzt falsch oder richtig? Sollte richtig sein. Ach nee, da kommt jetzt hier rüber, stimmt. Hey, das ist Betrug! Lol. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen, ohne Scheiß. Ach, hier passieren Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ey, ich will die Tetris-Kacke noch schaffen, wenigstens. So ist es nicht. Komm, wir haben so eine Dr. Mario-Pille, alles klar. Alles klar. Ey, das hat mich jetzt echt überrascht. Aber jetzt wissen wir ja so ein bisschen, wie es geht. Also wir müssen jetzt gleich hier rüber. Jetzt. Dann müssen wir auf den anderen Block rüber, so war das. Und dann wieder hier rüber. Gut, da haben wir das schon mal geklärt. Der Typ, dieser Block, der mich schon mehrmals getötet hat. Ich sage euch, das ist voll die gemeine ETF. Ich glaube, ich habe es wieder verkackt. Ja. Ich bin mir gerade relativ unsicher, wie ich da hochkomme. Ohne Spaß. Wie habe ich das denn gemacht? Wie kann man so eine Stelle eigentlich nur vergessen? Au. Wie bei Mario. Der Kanonenkugel Willi trifft einen nicht richtig, aber trotzdem stirbt man. Was soll denn der Scheiß? Nein. Nein. Sende mich an der Stelle mit Mike Tyson. Wo wir jahrelang hingen. Oh Mann. Na okay, nochmal. Sniffit stirbt so.
Ey, ich kann die Stelle einfach nur tausendmal jetzt hier einblenden. Wenn euch das hier nicht gefällt, könnte ich das auch skippen oder ihr spult einfach vor. Ich weiß es nicht. Aber nichts gegen die Musik, die ist geil. Da könnt ihr nichts sagen. Da-da-da-da-da-da-da. Kannst du wieder hier so richtig dumm stehen bleiben? Wieso habe ich das gerade vergessen? Ah, so ging das! So ging das. Ich hab's, wie ich da hochkomme. Ich hab's. Och, das muss natürlich passieren, ne? Ich hab's, Leute, ich hab's. Ich weiß jetzt, wie es ging. Denn wir müssen, kurz wenn dieser Block da kommt, von diesen einen. Ja, Block. Diesen L-Block. Von diesen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Von diesem Block, der so aussieht wie ein Dreiviertelkreuz. Das da. Diesen Block hier. Scheiße. Wo ich gerade draufstehe, auf diesem Block. Auf dem müssen wir dann kurz davor nochmal abspringen und dann auf den A-Block draufspringen. So wie ich das jetzt gerade gesehen habe. Das sollte so gehen. Wenn es jetzt nicht so geht, dann. Tut mir leid. Ich dachte, ich habe es herausgefunden. Ich habe irgendwie voll Angst, wenn man das hier so sieht. Wer spielt das hier überhaupt? Kann er mal bitte vernünftig Blöcke setzen? Jetzt, ja! Oh, das ist Kirby. Die Musik ist. Das ist unfair! Wieso passiert das immer wieder? Sie kommen einfach stehen, die habe ich total vergessen. Ich safe jetzt hier, weil ich keinen Bock mehr auf die Stelle habe. Ach nee, dieser Walljump-Schmauern. Das kann jetzt lustig werden, Leute. Och, come on. Alter, die Stelle ist komplett blind für mich, ohne Witz. Eigentlich nicht, aber ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Hier sind Tausende von Fallen. Okay, jetzt müssten wir doch irgendwie safe sein, oder? Jawohl. Wieso kann ich denn hier nicht durch, Alter? Du solltest klein genug sein, um da durchzupassen. Hier war doch auch was. Ah, ich weiß. Scheiße. Genau das war's. Wir müssen hier genau abspringen. Schaffen wir das überhaupt noch? Das ist eine richtig schwere Stelle eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, aber wir können ja unser Bestes mal geben. So, wie war das jetzt? Nein! Darf nicht schneller als wir sein. Das ist irgendwie Mario Kart verarmer gerade, aber. Nein, das tust du doch! Hä? Ich bin gar nicht geschwungen, ohne Scheiß, Leute. Ich bin nicht geschwungen. Was soll denn der Müll? Ja. Kirby könnte man eigentlich auch Let's Playen, oder? Ich mache hier gerade so viele Themen an, wie zum Beispiel das und das könnten wir Let's Playen oder das und das. Aber es ist auch keine schlechte Idee, weil Kirby habe ich schon mal gespielt sogar. Und fand die Teile immer richtig nice. Besonders die ersten für den Game Boy, oh, die waren so richtig super. Der erste Teil, wo man noch gar keine Power-Ups mit Kirby haben konnte. Selbst den fand ich geil. Er ging auch relativ schnell. Muss man sagen. Konnte man schnell mal durchspielen. Au. Konnte man schnell mal durchspielen. Und ich glaube, das ist der zweite Teil von Kirby, also Kirby Dream Land für den Game Boy. Da konnte man zum ersten Mal Power-Ups haben. Und solche Reittiere oder was das da waren. Diese Helfer. Sowas ähnliches wie bei Donkey Kong. Da gab es, glaube ich, auf jeden Fall so eine Eule, so ein Hamster. Und so ein Fisch. Aber der Fisch war irgendwie voll komisch, weil der konnte am Land latschen. Keine Ahnung, was das für ein Fisch sein soll, aber der konnte wirklich am Land laufen. Ja, eher humpeln oder was auch immer das da war. Der Apfel war gemein. Der war gemein gesetzt.
Ich glaube, ich versuche jetzt noch ungefähr, ja, paar Versuche noch, aber dann soll das eigentlich schon wieder das Ende vom Part gewesen sein, weil ich sehe jetzt schon kurz vom vierten Boss. Ja, na okay, ist noch ein Stück eigentlich. Diese Passage noch, dann noch so eine komische Höhlenpassage. Ja, doch, wir sollten dann fast beim Boss sein. Nein, nein, das ist unfair. Er ist wieder gesprungen einfach. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Reset. Reset. Ach ja, um den dritten Teil von Kirby's Dream Land, glaube ich. Gibt es einen dritten Teil? Ich glaube schon. Habe ich noch nie gespielt. Aber nur die ersten zwei Teile für den Gameboy gespielt. Und ich glaube, ich habe noch irgend so ein komisches Kirby's Pinball oder sowas gespielt. Das hatte ich auch für ein Gameboy. Das war so ein Pinballspiel, so ein richtig klassisches Pinballspiel, einfach nur mit Kirby Sprites. Kann man gut Geld machen mit solchen Spielen, ohne Scheiß. Man macht einfach irgendwelche Spiele, die eigentlich nichts mit dem Hauptspiel zu tun hat. Und ja, zum Beispiel, ich erfinde jetzt einfach so ein Spiel, so ein Pokerspiel und benenne es einfach Marios Poker. Das würde sich so gut verkaufen. Wieso springt er denn manchmal? Ich mach den Warjump nicht mal komplett zu Ende und er springt einfach manchmal. Das Traurige ist, die Stelle weiß ich wenigstens, wie sie so ungefähr geht, aber brauche einfach länger als bei Tetris, wo ich es nicht gerade wusste. Okay, zwei Versuche noch. Wenn nicht, dann hat es halt heute nicht geklappt, ne? Was ist das überhaupt für ein Ding? Wieso kann es vor allem mal fahren? Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch, oh nein. Ich hoffe, der trifft mich mit seinen komischen Äpfeln mal nicht. Das wäre voll gut jetzt. Okay, noch ein letzter Versuch. Ich habe nämlich gerade auf die Maschine oder auf das Ding geachtet und da habe ich gerade gar nicht gesehen, dass ich so gegen so einen Stachel springe. Ja, so soll das gehen jetzt. Komm bitte. Nein, das ist nicht wahr. Okay, dann machen wir das im nächsten Part. Denn es ist leider schon wieder das Ende gekommen. Also, wir sind ja schon bei 20 Minuten, glaube ich. Oder fast 21. Und ich... Nee, sogar länger. Ja, okay, gut. Ich denke, das sollte eigentlich reichen. Ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Abonnieren, wenn ihr wollt. Je nachdem, eine Wertung abgeben, Like, Dislike, je nachdem, wie ihr den Part fandet. Und ich hoffe, ihr seht, schaltet beim nächsten Part wieder rein bei Wannabe the Guy. Bis dahin und ciao.